Herzlich willkommen bei Feuervogel TV. Phoenix gegen den mitteldeutschen BC in der NRW Arena. Erinnern sich viele Hagener gerne an das letzte Spiel gegeneinander, in dem die Feuervögel die Playoffs klargemacht haben. Auch diesmal ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams mit 7 Siegen und 9 Niederlagen. Diesmal aber auch ein ganz starker MBC, der am Ende jubeln kann. Und das leider nicht mal unverdient. Wir haben sehr konzentriert gespielt. So wie es aussah, hatten wir weniger Turnover. Gerade in den ersten 3 Vierteln haben wir sehr gut auf den Ball aufgepasst. Das, was Hagen eigentlich gut macht mit Doppeln und in den Passwegen stehen, haben wir gut unterbunden. Wir haben den Ball laufen lassen, wir haben als Team gespielt. Jeder hat den Ball bei uns angefasst und jeder konnte ein bisschen Rhythmus gewinnen. Und wir haben uns nicht einschüchtern lassen von den Runs von Hagen. Und ich denke, das haben wir besser gemacht dieses Mal. Der ehemalige Phoenix-Spieler Malte Schwarz mit seiner Analyse, die es auf den Punkt bringt. Der MBC macht an diesem Abend einfach vieles besser, sehr zum Leidwesen der 3.145 Fans in der NRW Arena. Im ersten Viertel ist es häufig Pantelitsch, der sich unter dem Hagener Korb breit macht. Auf Hagener Seite sind es vor allem Einzelaktionen, die aber nicht immer so erfolgreich sind wie hier bei Larry Gordon. Der MBC zeigt sich als unangenehmer Gegner, stark in der Verteidigung und in der Offensive mit viel Köpfchen und Auge. So sammelt die Gastmannschaft Punkte, während Hagen Schwächen im Rebound hat und einfach nicht trifft. Ganz anders und sehr effektiv die Wölfe. Das zweite Viertel. Phoenix will unbedingt runter vom 10-Punkte-Rückstand, hofft auf Schwächen des MBC, die man bestrafen kann. Doch das gelingt nicht. Die Offense bleibt glück- und kopflos. Weißenfeld sagt Danke. Routinier Bernd Kuhl kommt und streut gleich Punkte ein. Trotzdem bleibt der MBC vorne. Und bei Phoenix der Wurm drin. Beispiele hier, der Pass von Nikita Karchenkov. Oder auch kurz drauf David Bells Dreierversuch. MBC played good. And you know, der MBC hat schon richtig gut gespielt. Und wir sind einfach nicht in unseren Rhythmus gekommen, wie sonst normalerweise. Ich meine, am Ende kamen wir ja nochmal ran, aber es hat einfach nicht gereicht. Der 6-Punkte-Rückstand zur Pause ist fast ein bisschen schmeichelhaft aus Hagener Sicht. Und die Hoffnung der Fans, dass das Team endlich den Rhythmus findet, wird auch enttäuscht. Vorne läuft nicht viel zusammen, hinten scored der MBC. Henry Dugard trifft aus der kurzen Distanz, baut aber auch die grottige Wurfquote von draußen weiter aus. Man kann nicht sagen, dass das hilft, das Spiel noch zu drehen. Mit 1 von 16 Dreiern kannst du nicht gewinnen, du kannst nicht unter 50% Zweier, ist jetzt auch nicht so doll. Der MBC wirkt dagegen befreit, abgezockt und weiß fast immer eine Antwort. Und wenn es bei Phoenix klappt mit dem Rebound, werden vorne die Würfe verdattelt. Alle fragen sich, bekommen die Feuervögel das noch hin? Alle wissen aber auch, am Ischeland geht sowas. Die meisten hier haben schon viele verrückte Spiele gesehen. Warum also nicht nochmal hier und jetzt? Henry Dugard trifft, ist mit 21 Punkten am Ende Topscorer. Aber auch Malte Schwarz weiß aus Erfahrung, wo in Hagen der Korb hängt. Trotzdem, was lange nicht so aussah, auch der MBC kann Turnover produzieren. Hagen bleibt dran, versucht zumindest einen Schlussspurt zu starten. Jetzt kommt auch das Publikum stärker zur Geltung. Henry Dugard stopft, im Anschluss aber exemplarisch gleich 4 Rebounds und Chancen zu punkten. Jetzt geht hier wirklich alles daneben, was daneben gehen kann.
ELC trifft zumindest gut genug von der Freiwurflinie, um sich diesen Sieg nicht mehr nehmen zu lassen. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Dreier von Hagen, 1 von 16, das denke ich, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt von diesem Spiel. Und das bedeutet jetzt nicht nur, dass wir sozusagen 7 Siege haben und es gibt Mannschaften, die noch weiter unten sind, erst 4 Siege haben, dass das deswegen alles okay ist. Eigentlich ist es nicht okay. Und was ein so ein Spiel ausmachen kann, weil es wäre okay gewesen, wenn wir jetzt das Spiel heute gewonnen hätten, aber so muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Ja, das hätte schon ein bisschen besser laufen können bei dem Team, das wir haben, weil das Team ist richtig gut, auf jeden Fall besser, als das die Zahlen aussagen. Wir haben viele Spiele weggegeben in der Hinrunde. Hoffentlich können uns diese Spiele in der Rückrunde wiederholen. Come back in a couple weeks. We can get those games back. You stiffer than statues, a senior citizens. And once the beat grab you, the feelings are tense. I got that Hitchcock flow, keep you all in suspense. Another mystery, where will I go from here? Still too early to tell, but you can bet.